Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Gran Turismo 5. GT5 ist mal wieder am Start. Ja, diesmal habe ich leider keine Geschenke von euch bekommen. Ich bin enttäuscht von euch. Nein, Spaß. Ist auch mal wieder ganz schön irgendwie jetzt nicht voll gebombt zu werden mit Autos. Aber wie gesagt, ihr könnt mir gerne weitere Autos schenken, da habe ich null Probleme mit. Ich bin natürlich jetzt mal wieder online und habe jetzt auch die Saisonveranstaltungen mal ein bisschen wieder aktualisiert. Zeitrennen und Driftrennen sind jetzt neu dazugekommen. Allerdings habe ich jetzt nicht so wirklich Lust, die zu machen. Ich habe mir nämlich was anderes rausgesucht. Ich weiß nicht, diese deutsche Tourenwagenmeisterschaft, ich glaube, die ist mir noch nie so wirklich aufgefallen, dass ich da eigentlich ein gutes Auto für habe. Und das verdanke ich auch einem Abonnenten von mir. Also wie gesagt, danke, danke nochmal dafür. Denn wenn ich jetzt hier mal so gehe... Ach so. Ach man. Okay, nee, dann geht das doch nicht. Weil ich habe mir nämlich gedacht, ich könnte hier, ne? Und so. Nämlich... Zeige ich mal gerade, mit welchem Auto ich dachte. Nämlich hier mit diesem M3 hatte ich jetzt eigentlich gedacht, dass ich fahren könnte. Habe allerdings hier nicht diese Teilnahmebedingungen gesehen. Ja, und das ist die Frage, ob ich den Audi Touring Car, A4 Touring Car. Wir können ja mal schnell mal gucken in der Autohändler. Autohändler meines Vertrauens. Aber erstmal im normalen Händler. Was mir denn der Audi so bietet? Ich meine, wir haben ja genug Geld, ja, 5,7 Millionen, also eigentlich kein Problem. So, aber das ist das Problem. Sie bieten mir jetzt hier nur dieses Race Car und sie bieten mir jetzt zum Beispiel nicht diesen Abt TT zum Beispiel. Nee. Wenn ich jetzt hier mal Gebrauchtwagen-Ding gehe. Hier, Gebrauchtwagen-Händler. Okay, da wollte ich jetzt mal Ansicht ändern. Ein Witz, okay, Witz, bla bla. Ich glaube, da sollten wir hier eher hier unten schauen. Subaru, Belet, Skyline, Corvette M3. Ein SL500 von 98. Ah, nee. Das kannst du ja vergessen. Und hier ein M3 CSL. Nee, ist ein ganz normaler M3, ne? Mein Gott. Und eine Viper. Die kann ich dann wahrscheinlich dort nicht fahren, weil es ja deutsche Tuningwagen sind oder deutsche Tourenwagen. Na gut, dann kommt halt jetzt eben mein Plan B. Das hier nämlich in die R-Spec-Veranstaltungen reinschnuppern, beziehungsweise wieder reingehen. Gott, wo habe ich denn das gesehen? Ich glaube in der Amateurserie, weil ich will das jetzt hier schon mal wieder so ein bisschen aufforsten, sage ich jetzt mal. Das Problem ist, diese Pickup-Herausforderung, die kriegst du eigentlich nur, wenn du wirklich beim Gebrauchtwagenhändler zuschlägst. Und das ist das Problem. Ich habe bis jetzt beim Gebrauchtwagenhändler in dem Let's Play wenig bisher zugeschaut oder geschaut, dass ich da was kriege. So, und dann habe ich mir jetzt halt gedacht, gut, dann machen wir halt hier diese Classic Muscle Bla Meisterschaft. Und dann gehen wir jetzt in die Garage und wir haben hier einen Super Camaro, was war das jetzt hier? Z28 RM aus dem Jahr 69. Also richtig geiles Teil eigentlich. Wir wechseln natürlich das Fahrzeug. Genau. Dieser typische V8-Sound, oder ist es überhaupt ein V8? Ich weiß es gar nicht. Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück. Ja, meine Aufnahme hat gerade wieder ein bisschen rumgesponnen. Ich hoffe, es läuft jetzt ganz normal. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann die genau aufgehört hat, beziehungsweise... Ja, wann es abgebrochen wurde. Wir fahren hier nämlich auf der Weltstrecke Italien Autodromo Nazionale Monza mit einem Camaro Z28 RM von 1969. Ja, ich weiß auch nicht, wie das Teil fährt. Ich fahre das jetzt hier, glaube ich, jetzt zum ersten Mal. Also,
Ja, also 12.140 können wir maximal gewinnen. Aber es geht ja hier eigentlich eher darum, dass wir das Event einfach abschließen. So, ich hoffe, das mit der Aufnahme funktioniert jetzt. So, wo fahren wir denn? Ich habe mein Auto gar nicht gesehen. So. Okay, alles klar. Oi, da eine krasse Karre. Muss mal ein bisschen Sound bei mir lauter drehen. So. Hier ersten können wir gebrauchen. Alter. So. Aber das Ding geht gut ab, Leute. Ich schalte jetzt hier natürlich auch schön wieder hier mit Handschaltung. Also Schaltwippen gibt es hier nicht. So, können wir hier gerade mal irgendwie... Ja, das Teil ist schon nice. So, hier drüber. Ups, bisschen zu viel. So. Aber es funktioniert. Und das freut mich. So, dann haben wir hier auch kurz den... Machen wir kurz den Begrenzer hier. Oh, oh. Ah, geht noch. So, auch unten, wenn ihr seht mal... Oder wenn ihr mal auf die Tacho- oder beziehungsweise Drehzahlanzeige unten guckt, wie schräg die da drin sitzt, ey. Echt krass. Also 250 mit dem Teil. Das ist stattlich. Mit so einem alten Ding von 69. Natürlich getuned, klar. So, hier musste ich jetzt ein bisschen... Ja, ein bisschen driften. Geht das hier auch? Ja, oida. Nee, aber eine Hupe hat er nicht. Schade. So, wir werden jetzt mal auf der langen Geraden gucken, wie viel der geht. Alter, ist das schwer in der Kurve hier mit dem Ding zu schalten, ey. So, jetzt mal schauen. Lange Gerade. Drei Runden haben wir auf jeden Fall zu absolvieren. Na komm, der geht jetzt schon. Die 250 knacken wir auf jeden Fall wieder. Jawohl. Gehen die 260 auch noch? Ja, ganz stark. So, 65. So. Wow. Ja, also der erste Gang ist ziemlich kurz. Also, ich werde jetzt nächste Runde jetzt nicht mehr in den ersten bei dieser Schikane schalten. So, aber das Ding geht echt gut ab. Also gut ab. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Ich glaube, von irgendeinem Event, ne? Ja, ist echt recht nice. So. Aber jetzt wieder schalten hier. Schauen, dass man nicht zu oft hier im Begrenzer hängt. So. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier keine Facecam oder so, ne? Aber es ist ziemlich schwer. Vor allem in Kurven mit hier der Handschaltung zu fahren. So. Hier kriegen wir jetzt vielleicht die Kurve auch besser hin. Die ging ja eben nicht so ganz gut, aber jetzt ging sie noch besser. Und ich denke, jetzt sollten wir auch eine Rundenzeit unter 2 Minuten schaffen. Ich denke, das geht jetzt locker. So, hier wieder einmal hochschalten, bitte. Also zweiten Gang braucht man da eigentlich gar nicht. Ja, ich bin meilenweit vorne. Gut, aber wieso sollte ich mir jetzt ein anderes Auto kaufen, wenn ich das doch hier jetzt habe? Nur damit spannender ist, oder was? Mal gucken, ob wir die 54.1 nochmal unterbieten können. So, auf jeden Fall. Wow. Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall werde ich jetzt nicht mehr in den ersten schalten, aber die erste Schikane war nicht perfekt gefahren von mir. Muss ich zugeben. 22, 23 Sekunden schon. Alter Schwede, das Ding geht echt richtig krass ab. Wie Schmidts Katze. So. Und ich denke, sollen wir jetzt hier nochmal in den zweiten schalten?
Nee, fast nicht, ne? Ups, jetzt bin ich ein bisschen angeeckt. So, das geht jetzt hier alles im dritten. Wow, da kommt er sogar gut quer. Ja, Traktionskontrolle 0, alles klar. Da kommt er dann schon ordentlich, ne? So, ja, von hinten die Rückansicht sieht auch gar nicht so schlecht aus. So. Hier wieder schön über die Randsteine. Hier wieder auch drüber. Und dann haben wir das Event auch geschafft. Was jetzt mich ein bisschen ja, ankotzt, ist, dass wir dieses deutsche Tourenpark-Ding nicht machen können. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Weil das hätte ich jetzt eigentlich schon gern gemacht. Aber gut. Ja, 32 Sekunden. Mal gucken, ob wir jetzt unsere Rundenzeit noch mal schlagen. Ich glaube jetzt fast nicht, aber... Naja, doch, oida. Noch mal schneller, obwohl ich so quer gekommen bin hier in der ersten Schikane. Na gut. So. Ja, da muss man jetzt lange warten, bis die kommen. Ach komm. Hör doch auf. Da will ich gar nicht so lang warten. Ja gut, 13.354 Credits, das ja, ist sehr geschenkt. So, verlassen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, aber die anderen Aspect-Dinge habe ich jetzt auch gar nicht mal durchgeguckt. Vielleicht kann man da ja auch noch Sachen machen. Naja, werden wir jetzt sehen. Was ich jetzt auf jeden Fall erstmal machen werde, ich glaube, ich werde jetzt nochmal beim Gebrauchtwagenhändler vorbeischauen. Gut, wie gesagt, also ich könnte jetzt Supersportwagen Nostalgie Cup